Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Medieval Dynasty. Na, ihr beiden, gefällt's euch hier? In eurem leicht dekorierten Vorgarten. Da werden wir gleich nochmal ein bisschen Hand anlegen müssen. Ich würde hier zumindest gerne nochmal zwei Plantagen einbauen, dass ihr noch zwei Bäume bekommt. Dann würde ich als nächstes mal ein bisschen Mohn anpflanzen wollen. Das schauen wir uns an. Und ja, ich habe noch ein zusätzliches Haus gebaut. Es fehlen noch 200 Punkte in der Landwirtschaftstechnik. Dann können wir den Kuhstall da hinten das Haus mit der das hochgelegte Haus quasi. Soll dann tatsächlich den Kuhstall bekommen. Etwa hier. Ich hoffe, der passt hier hin, weil es doch sehr schräg ist. Bin gespannt. Ansonsten müssen wir vielleicht doch eher hier noch reinsetzen. Würde zur Not auch gehen. Schaue ich mir dann mal an, sobald wir ihn dann endlich freigeschaltet haben. Ja, ich muss erstmal schauen, dass ich eine Hacke bekomme. Und ein Säckchen habe ich, glaube ich, noch. Eine Hacke. Nehme ich mir mal hier raus. Ach ja, und wir müssen nochmal schnell beim Grabungsschuppen vorbei. Den müssen wir nochmal eben reparieren. Das machen wir vielleicht gleich mal als erstes. Habe ich noch eine Hacke? Ist jetzt hier mal eine ganz andere Frage. Werkzeuge. Bronzehacke. Jawohl, nehme ich mir mal raus. Was für Bäume kriegt ihr denn? Birnbäume haben wir schon angepflanzt. Haben wir noch was anderes? An Bäumen, was wir da anpflanzen können. Ich nehme mal bitte, ups, zwei, drei Flachshalme nochmal mit. Nee. Flachshalme ist falsch. Den Flachs selber wolltest du mitnehmen. Drei Stück, so machen wir es. Was haben wir denn noch? Hatten wir nicht auch Pflaumenbäume? Türkische Tantrank. Roggen, Roggenkorn. Hier ist schon mal sechsmal Mohn. Den nehme ich mit. Ach, 20 Mohnsamen hast du auch. Das reicht ja dicke. Okay. Einfach nur der Optik halber würde ich es gerne mal ausprobieren. Haben wir ja bis jetzt noch niemals nicht angepflanzt. Warte mal, Kirschbaum kannst du noch machen. Ne, Pflaume haben wir nicht. Ja gut, dann machen wir nochmal Kirschbaum. Ansonsten kaufen wir uns nochmal ein paar Setzlinge. Wäre jetzt auch nicht so schlimm. So. Ja, machen wir erstmal kurz die Bäume, dann zum Grabungsschuppen. Moin, na geht's los. Erstmal fleißig sein, wa? Und hierfür waren eigentlich die Flachshalme gedacht. Lass mal drei Stück fallen, bitte. Oh. Nochmal. Kriege ich die da rein? Ja, okay, dass es jetzt drei auf einmal sind. Ja, passt schon, sieht ein bisschen kümmerlich aus, aber was soll's. So, achso. Hacke ausrüsten. Bronzehacke auf die, mach so auf die vier. So. Du bist auch ein Dödel. So. Muss erstmal eine Plantage haben, vielleicht. Dann wird's auch was. Landwirtschaftsplantage. Oh, Scheiße. Passt das hier jetzt überhaupt anständig rein? Nein, passt es nicht so gut. Warte mal, wenn ich die jetzt hier mache.
Oh, das ist ja eine Katastrophe. Das passt ja gar nicht. Okay, das funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ah, da habe ich nicht dran gedacht. Das ist ein bisschen schade, dass man die nicht so anlegen kann, wie man es gerne hätte. So, wenn ich jetzt hier anfange, mach die hier rüber. Das geht natürlich nicht. Naja, das sieht doch kacke dann aus. Nee, das kriege ich da nicht hin. Das ist ja viel zu groß. So viel zu den Bäumen. Da muss ich mir dann doch was anderes überlegen. Also hier ist ganz gut funktioniert, aber da hat ja auch deutlich mehr Platz. In dem kleinen Bereich hier wird das leider nichts. Mal gucken, was wir dann machen. Da fällt uns noch was ein. Trink mal einen Schluck. Du bist ganz durstig. Habe ich nicht dran gedacht, dass die Felder ja so ein bisschen fest ausgerichtet sind. Und man die nicht spontan da bauen kann, wo man sie möchte. Dann flitzen wir schnell zum Grabungsschuppen. Um das Ding mal zu reparieren. Ist doch voll was los. Leute, geht's ja ab hier. Scheune ist fast voll besetzt. So, da. Ist er doch. Oh, guck mal. Das Dach sieht schon nicht mehr so gut aus. Ich hoffe, das Stroh reicht, was ich dabei habe. Stroh ist immer noch so ein kleines Problemchen. Reicht. Mehr war das nicht? Aber gut. Dann läuft das Ding wieder. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt ein kleines Mondfeld noch anlegen. Ist tatsächlich irgendwie zu sehen, dass wir jetzt die Zeit überbrückt bekommen, dass wir weitere Gebäude freischalten, das ist gar nicht mal so einfach. Dass man so eben, wenn du nur mal so eine halbe Stunde Folge aufnimmst. Und gerade ist die Zeit ein bisschen knapp, um groß was vorzuarbeiten. Dann wird es ein bisschen schwierig. Müssen wir gucken, wie wir das hinbekommen. Vielleicht machen wir nochmal einen kleinen Stream zwischendurch, wenn es dann doch nochmal passen sollte. Jetzt machst du hier erstmal ein Feld. Das lassen wir uns nicht vermiesen. Ich würde gern das Ganze noch ein bisschen fortführen hier. Oh shit, wie kriegst du das jetzt mal am besten? Also, ich fange hier. Hier fängst du an. Das ist nämlich auch so blöd schräg hier. Das stört ein bisschen, ne? Ist euch wahrscheinlich auch schon hier und da mal so mal aufgestoßen. Ja, mach mal so. Und jetzt musst du... hier noch eins machen, so. Hä? Warte mal, hier ist irgendwas jetzt schon wieder schief gelaufen. Was hast du denn hier jetzt? Man reißt das nochmal ab. Entschuldigung. Irgendwie, lagert nicht so, wie er soll. Was denn? Das ist doch Käse. Mach es weg hier.
Er kam schon. Kamst du schon zum Hacken? Beruhig dich, ich war noch nicht so weit. So. Ja, so soll's. Einmal da. Wie waren das jetzt? 3, 6, ne? Sechs ist aber auch nicht richtig. Wir kriegen es noch hin. Bin ganz sicher. So, hier fängst du an. So ist doch richtig. 4. Ja. Und dann machst du jetzt hier nochmal 4. Dafür muss, glaube ich, der Baum weichen. Mindestens mal der. Olle Fichte. Oh mein Gott, Vorsicht! So, stört ihn nicht, ne? Das jetzt hier richtig? Hier, ne? Oh Gott, das kann man ja wieder beschissen sehen, du. So, warte mal. So kann ich es ein bisschen besser sehen. Glaube ich. Ja. Dann würde ich jetzt hier anfangen. Ich habe den Dings noch gar nicht weggemacht. Schaufel dabei? Ja. Muss hier ein bisschen Platz lassen. 1, 2, 3, 4. So. Nein, ehrlich? Okay, der Baum muss auch noch weg. Oh, jetzt aber. Einmal den Stumpf machen, diesmal gleich raus, bitte. Also manchmal klappt es auch nicht so, wie es soll. Aber wir sind auf einem guten Weg, ich bin ganz sicher. Ja. So ist das in Ordnung. Dann machst du nämlich hier. Und gleich wieder einen angelatscht wahrscheinlich, ne? Deinen Mond rein. Wann kann ich denn das? Im Frühling kann ich das erst machen. Okay. Dann müssen wir tatsächlich noch bis zum Frühling warten. Aber ich habe die Felder schon mal angesetzt, damit ich weiß, wie ich meinen Zaun hier drumherum ziehen kann. Zäune. Holzzaun.
Will ich mal den... Aber der Holzzaun, der sieht sehr groß aus. Ich nehme hier den stinknormalen Flechtzaun. Muss ich gucken, dass ich hier dran langkomme. Ich würde sagen, fängst du hier an. Bisschen Luft gelassen. Gehst hier rüber. So. So, das ist ein bisschen. Ja, geht so. Wir machen es dann in etwa genauso. Fängst du hier an. Ja, obwohl, da kannst du direkt ans Haus gehen, ne? Ich denke, da kannst du auch direkt ans Haus. Dann gehen wir von hier weg. So dicht dran wie möglich. So. Das ist okay. Von hier so. Warte. So sollte das halbwegs passen. Dann gehen wir bis hier. Das bleibt dann offen als Durchgang. Das müsste jetzt nur halbwegs... Ja, so wäre okay. Ja. Der muss ja nicht perfekt sein. Das ist, kann ruhig ein bisschen rustikal sein. Obwohl ich mir hier noch nicht ganz sicher bin, ob ich hier... Aber so schräg kann ich das, glaube ich, gar nicht machen. Ob das funktioniert. Vielleicht so von hier dann. Na doch, das kannst du genauso machen. So weit rüber wie geht. So. Dann machst du das nochmal eben weg hier. Fällt das nicht so auf und sieht ein bisschen gleichmäßiger aus. Ist jetzt wieder eine schwere Geburt war, Leute. Aber wenn es mir halt nicht gefällt, müssen wir so lange rumstrubbeln, bis es mir gefällt. Du gehst ungefähr bis hier. Oh nein. Ja, okay. Ja. Das ist doch super. Machst hier die Mohnfelder. Hier machst du noch kleines Tischchen oder sowas hin. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, so lassen wir das. So.
So, wir haben hier noch irgendwo eine Aufgabe gehabt, oder? Ja, im Grabungsschuppen tatsächlich. Wollen wir zumindest noch mal schnell schauen, was der denn gerne hätte. Ne, ist das Grabungsschuppen? Ja, doch, klar. Wie das in Denica ist und ich ein paar Meter jetzt so weit laufen muss. Halt! Bleib hier! Willst du denn hin? Da, Murat! Kann ich dir bei etwas helfen? Ich hab mal wieder einen Bogen verloren. Ich bring dir einen neuen Bogen. Bogenlos. Na klar, will er einen fetten Recurve-Bogen haben. Oh je, yeah, beim Knüppeln haben wir ihm ja auch noch nicht zugeguckt. So, warte mal, ich muss mir dann einen neuen bauen, dann kann er erstmal meinen ranzigen haben. Also ranzig ist er noch nicht, aber... Hier ist dein neuer Bogen. Danke dir vielmals. Jawohl. ...250 Produktionstechnik haben wir ja selten so schnell verdient. Das heißt, wir sind schon wieder ein Stück näher an der Werkstatt 3 dran. Ja, und wir arbeiten irgendwann uns zur Schenke hoch. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber mit so einfachen Aufgaben kriegen wir das hin. Jetzt müssen wir nur noch uns selber wieder einen neuen Bogen bauen. Nicht, dass ich auf einmal hier durch die Landschaft renne und treffe auf Gesetzlose. Fummel in meiner Tasche rum. Das Einzige, was ich dann finde, ist ein altes Stück Käse. Aber kein Bogen mehr dabei. So. Ja, irgendwie muss... Ja, doch, ich glaube, wir machen hier den Stall sogar, ne? Lass mal gucken, wie groß der ist. Das Haus schaut da oben jetzt nichts. Da können wir vielleicht noch irgendwie was anderes hinstellen. Aber wenn du hier so reinkommst, dann fehlt hier irgendwie was. Wenn wir jetzt direkt hier neben... den Kuhstall dran bauen, das wäre doch cool. Mal gucken, wie es passt. Hoffentlich haben wir den bald freigeschaltet. So, noch ein klein wenig Landwirtschaft betreiben. Nidumira! Okay. Hallo! Goodbye. Oh Gott, wie sie immer direkt umdrehen. Die Kiddies. Dann wollte ich mich auch mal darum kümmern, dass wir selbstständig mal Brot herstellen da in der Küche. Und jetzt habe ich gerade vergessen, was ich an sich machen wollte. Ach ja, Bogen bauen. Oh mein Gott. Was kostet denn der nochmal? Finde ich jetzt am schnellsten wahrscheinlich raus, wenn ich hier gucke, ne? Curve-Bogen, da ist er doch. Hier Leingarn, drei Leder und einen Holzstamm. Hier Leingarn, drei Leder. Und einen Holzstamm. Holzstamm? Jawohl. Drei Leder. Gerade so. Was machen wir denn bloß mal mit unserem Leder? Da haben wir so ultra viel von. Ah ja, und ich mache erstmal ganz viel Leingarn jetzt. Ich glaube, den Flachs verarbeite ich erstmal alles. Holzwaffen. Recurve-Bogen. Sehr gut. Nicht ganz günstig, aber naja.
Wir produzieren es ja nach, ne? Leg den am besten auch gleich wieder auf die 3. Wo ist er denn? So. Sehr gut, kann ja nichts mehr anbrennen. So, Flachshalme. Wie schwer sind die denn? Ach, geht sogar, ne? Na, 1200 schleppen wir jetzt hier mit uns rum. Obwohl, warte mal, ich nehme mal 900. Ist das mal hier? Die Kirschbaumsetzlinge brauchst du jetzt erstmal auch nicht mehr. Das hat sich ja erledigt. Unsam. Nun. Das war nicht so gut. Stroh brauchst du im Augenblick nicht. Die Stöcker kannst du eigentlich in der Tasche lassen für den Zaun. Federn weg. Deckchen hast du auch nicht gebraucht. Und die Hacke kannst du auch wegpacken. Dann sind wir doch ja gut unterwegs. Wir müssen in die Näherei für Leingarn. Also. 90 Leingarn, ehrlich? Aber warum nicht, ne? Stellt sich an mir schon wieder die Frage, wie viel bringt das Verkaufen denn? Von Leingarn bzw. Leingewebe. Ich mache noch mal ein Leingewebe gerade. Wenn wir das nächste Mal beim Händler sind, würde ich mal darauf achten, was dann der tatsächliche Verkaufspreis ist. Ob sich das lohnt für uns. So. Ach ja, und ihr habt geschrieben, ne? Vielen Dank dafür. Habe ich nochmal ein bisschen drüber nachgedacht und ist natürlich die viel bessere Lösung. Ich wollte ja Brot backen. Aus Weizenmehl. Weil wir ja eigentlich auch Stroh brauchen, jede Menge. Das sollte ja dann beim Dreschen vom Weizen entstehen. Jetzt ist nur das Ding, der Weizen steht 2 Jahreszeiten und der Roggen nur 1. Ne? Da habt ihr komplett recht. Da blockiere ich mir die Felder zu lange mit. Also wäre es eigentlich geiler, wir würden Roggen anpflanzen. Die Frage ist, gibt es dafür auch irgendwie was, was können wir Roggenbrot machen? Dann wäre das ja viel besser. Da musst du mal in die Küche gucken. Küche. Wisst ihr, ne? Weil der Weizen steht dann halt eine Jahreszeit länger rum, dann können wir nichts anpflanzen in der Zeit. Es gibt doch bestimmt auch Roggenbrot hier. Jetzt haben wir Weizen zwar schon gelernt, aber die 300 Münzen sind jetzt nicht so schlimm. Ein bisschen Weizenbrot fällt ja vielleicht eh nochmal ab. Ja, das ist halt ein 10er günstiger nur, ne? Boah, da brauchst du jede Menge Eimer mit Wasser, Eier. Ah, finde ich aber geil, das kaufen wir auf jeden Fall noch. Dann würde ich es mit Roggenbrot probieren. Was ist Merkorn? Ne, Merkorn will ich nicht, das ist mir zu kompliziert. Was gibt es noch roggenmäßig? Nö, das war's. Ja, machen wir mal Roggenbrot hier, kaufen wir mal. Das gucken wir uns noch mal ganz kurz an.
Ah. Er braucht auch zwei. Herbst, Sommer. Herbst, Frühling, okay. Ja, also Weizen braucht. Auf jeden Fall eine Jahreszeit länger. Vom Herbst bis zum Sommer und der wäre nur von Herbst bis Frühling. Echt so lange ist mir doch gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Ja, dann machen wir jetzt im Herbst. Gib ihm Roggen, dann sind im Frühling die Felder wieder frei für andere Klamotten. Und hier würdest du dir den Frühling komplett blockieren. Also könnten wir da keinen Leinsamen oder so anpflanzen. Ist viel geiler, die Idee. Ja. Alles klar. Wir sind doch bald soweit, ne? Der Sommer ist durch. Kohlfelder haben sie gemacht. Diesmal nur zwei, das soll aber reichen. Dann gehen wir noch mal ein bisschen trinken und essen. Den können wir auch noch durchklöppeln. Den Flachs brauchst du ja sonst zu nichts. Das machen wir. Mal gleich wieder ein bisschen mehr Leinsamen. Aber davon kannst du nicht genug haben, ne? Da müssen wir nochmal richtig anpflanzen. Ah, hier. Und außerdem bringt uns das jetzt gerade Landwirtschaft noch dazu. Können wir mal gucken, was die 800 Flachs uns so bringen würden. Oh, die Taste. Wie weit sind wir denn jetzt? Landwirtschaftstechnik haben wir. 3321. Gute 800 Flachs durchgedroschen. 3321. Ujo, 9 Punkte, nicht mal ganz. Ein mühsam ändert sich das Eichhörnchen, ne? Vielleicht können wir noch ein bisschen Dung zu Dünger verarbeiten. Das dürfte da auch noch mal ein bisschen was bringen. Ihr seht, verzweifelter Versuch, die Landwirtschaftstechnik nach vorne zu treiben. Aber ein bisschen rumprobieren muss man ja, ne? Wie hier was so viele Punkte bringt. Kannst du die Halme erstmal wieder hier reinhauen. Und den Leinsamen auch. Wie viel haben wir da jetzt? Da lohnt sich doch schon wieder ein kleiner Verkauf, bestimmt. Alter Schwede, haben wir Dung? Kann ich denn da tragen? Ach du Scheiße. Da brauche ich einen Träger für das Zeug. Machen wir 200. Leinsamen haben wir tatsächlich. 1200 schon wieder. Auch ein schönes Sümmchen. Na, guten Abend. Gibt es hier Streitigkeiten, die ich schlichten müsste? Zwischen Otto und Zigmunter? Ich hoffe nicht. So, 3330. Wir stellen mal eben 100 Dünger her. Kriegst du viel? Ja, schon klar. Das bringt 5 Punkte. Okay. Naja. Aber ich denke mal, im Herbst kriegen wir das vermutlich schon hin, auf die 3,5 zu kommen.
um ne, den Kuhstall freizuschalten. Ich freue mich drauf. So. Ja, dann würde ich tatsächlich noch ungefähr 8000 mal laufen, wahrscheinlich. Was machen denn eigentlich meine Scheunenknechte? Und soweit wir den Dung erstmal durcharbeiten, dann können wir ja praktisch alle schon mal in Dünger umarbeiten. Was machen die in der Scheune? Bisschen Tierfutter und eigentlich auch nur Dünger aus Dung. Ihr seid zu langsam. Was ist denn da los? Achso. Kräuterhütte ist nicht besetzt. Fischerhütte braucht mal wieder einen Speer. Und der Marktstand hat nichts mehr zu verkaufen. Da gucken wir doch direkt mal in der Küche 1. Oder ich bin auch ein Depp. Alles klar, beim nächsten Mal bauen wir auf jeden Fall auch die Küche 2 auf. Das ist mir irgendwie komplett abgegangen. Scheiße. Und dann steigen wir mal ganz fleißig in die Brotproduktion ein. Ob der jetzt hier die paar Kohlsuppen macht oder nicht, das mache ich nebenbei. Ich mache wieder meine große Kohlsuppentour machen. Der soll sich dann um die Dinge kümmern, die wir dann verkaufen wollen. Okay, Mehl, Rohkorn. Die Wassereimer werden ein Problem werden. Das heißt, dafür muss ich dann die Bretterproduktion wieder hochschrauben, Eimerproduktion hochschrauben. Wir brauchen sehr viel mehr Eimer, denn ich glaube so richtig viel. Nö, das geht mal gar nicht. Okay. Das kriegen wir schon hin. Bisschen gefrieden, aber wird. Eigentlich wollte ich jetzt noch Dünger machen, bis in den Sommer rübergehen, aber jetzt habe ich hier so viel geguckt und gemacht, da werde ich nicht mehr viel schaffen. Mal gucken, was ich noch hingestrickt kriege. Wir sehen uns auf jeden Fall dann in der nächsten Folge wieder bei Medieval Dynasty. Ich freue mich drauf. Jetzt geht es so ein bisschen in die Feinheiten rein, ne? Was jetzt auch nicht schlecht ist, aber die ganz große Action ist jetzt erstmal ein bisschen Seite geschoben. Aber der ein oder andere, der es auch zockt, der kennt es ja, ne? Der musste schon ganz schön viel fummeln, friemeln, ausprobieren und so weiter. Irgendwie will ich es hinkriegen, dass sich das Dorf hier von selbst alles herstellen kann. Das wäre das Geilste. Ob das jetzt hundertprozentig klappt, weiß ich nicht. Wir probieren es aber aus. Und dann, jo, bis zur nächsten Folge Medieval Dynasty. Danke fürs Zusehen.